Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu MotoGP 2015 hier auf Red Second TV mit Part Nummer 2 heute. Es geht weiter mit der Karriere und dazu müssen wir Folgendes tun. Der nächste Test steht an. Was ihr gleich sehen werdet. Ja, genau hier. Der nächste Test in Valencia, Spanien. 4,005 Kilometer ist die Strecke lang. Und dort fahren wir jetzt darum, dass wir in einem neuen Team fahren können. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Das Ganze gibt's jetzt. Sind wir schon da? So ist das Team. Kann ich euch zeigen. Das ist es, Schädel GP Racing. Da möchte man rein, die fahren KTM. Gute Firma. Deswegen alles geben. Ich habe versprochen, dass die Grafik in diesem Part hier besser sein soll. Was heißt die Grafik, die, das Ruckeln soll besser sein. Ich habe jetzt einiges mal ein bisschen verändert. Schauen wir mal, ob es heute besser wird. Wenn nicht, dann halt kommen in Part 3 nochmal ein paar Tests. Irgendwann wird es schon optimiert sein. Ja, wir sind in Valencia. Das ist Valencia. De la Comunitat Valencia. Willkommen auf der Rennstrecke Ricardo Tormo in Valencia. Ja, das ist die Strecke. Der Durchgang der diesjährigen Moto3-Saison startet. Der letzte Lauf ist es. Habt ihr gerade gehört. Er ist auch. Wir müssen alles geben und deswegen geht es auch direkt auf die Strecke. Auf geht's. Der Gran Premio Mutel della Comunitat Valenciana. Auch nicht schlecht. Und dann geht's los. Wir starten in dieses Rennen. Schauen wir mal, was heute drin ist. Die Schwierigkeit ist immer noch auf sehr leicht. Habe ich jetzt nicht großmächtig jetzt erstmal verändert. Jetzt erstmal die Tests anstehen und uns schmeißt zum ersten Mal. Das ist natürlich bitter, denn wir sind immer letzter. Obwohl Valencia eigentlich immer so eine beliebte Strecke von mir war. Also das Ruckeln ist schon deutlich besser geworden, habe ich so ein Gefühl. Ja, ich glaube, so kann es auch bleiben. Ich schaue mir das Video danach einmal an, dann sehe ich es ja, wie es ist. Jawohl, hier gehen wir erstmal nicht vorbei. Da stechen wir jetzt rein und es schmeißt was und den hat's geschmissen. Ja gut, Fenati was. Sorry, alter Teamkollege vom letzten Jahr. Wollte ich natürlich nicht. Wir sind auf Position 15. Das ist ungefähr die Hälfte vom Starterfeld. Und Cuadrado, oder wie er heißt, hat einen neuen Rundenrekord aufgestellt. Und wir versuchen jetzt ranzukommen. Ach, wir waren die schnellsten. Streckenrekord. Jetzt kommt das Ruckeln allerdings wieder etwas zurück. Bin ich nicht so fasziniert. Mal schauen, was wir da machen können.
Merkt man es aber schon heftig, ey. Sag mal, was geht jetzt ab, ey? Bremsen, Jungs. Jawohl. Position Nummer 10. Es geht weiter vor. Nächster ist Antonelli. Es ist natürlich gefährlich, wenn man da über die Curbs fährt. Ah! Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Antonelli wieder vorbei an uns. Eine Runde haben wir noch. Ich bin mir nicht sicher, ob es für einen Sieg reicht. Streckenrekord von uns. Gefährliche Kurve. Fünfter Platz, Navarro vor uns. Schauen wir mal, wie weit es noch geht. Strecke ist bald zu Ende, jetzt müssen wir Gas geben. Vierter Zimmer, Podium wäre geil. Und da sind wir auf der 3. Der kommt aber nochmal, da kommt er nochmal. Oh, oh, oh. Aber ganz knapp Dritter. Wir werden also gleich auch optisch das die war knapp vor Oliveira. Wir gehen weiter. Wegen neues Level, Level 3 jetzt. Sind wir ohne Probleme. Und ja, kriegen auch wieder viele Punkte. GP Credits. Platz 3 ist ein exzellentes und feiern Resultat den dritten und eine Platz. Ankündigung, dass noch höhere Plätze auf dem Podest auf ihn warten. Der kann zu Recht gefeiert werden. Und damit, denke ich mal, sind wir sicher in diesem Team. Wie du sehen kannst, hast du jetzt schon unterschiedliche Angebote von Sponsoren. Links auf dem Touchscreen findest du die Dokumentation mit allen Informationen, die du brauchst, um alle Aspekte deines Privatteams zu verwalten. Ja gut, das machen wir doch gleich. Diese Teams bieten uns hier alle Verträge an. Da sind jetzt aber gerade nicht so gute dabei. Team Dewey, das sind alles so private Teams. Die haben alle keine Fahrer. Deswegen wollen sie mich. Aber ich habe es mir schon überlegt und ich gehe lieber zu Schädel GP Racing. Die gefallen mir ganz gut. Und deswegen unterschreibe ich bei denen hier. Damit steht es fest. Wir sind der Teamkollege von Philipp Oettl und somit neuer Fahrer von Schädel GP Racing. Jawohl. So gibt es bis jetzt nichts zu sehen, denn die Saison muss jetzt erstmal starten. Wir können das hier noch durchlesen. Hallo Red, Schädel, GP Racing und ich freuen uns wirklich sehr mit dir auf dieses Abenteuer. Alle haben hart daran gearbeitet, dir eine echte Höchstleistungsmaschine zu liefern und wir sind überzeugt, dass du es bei diesem ersten Rennen auf den 15. Platz schaffen kannst. Das denke ich auch mal. Schöne Motivation, muss man wohl dazu sagen. Ja, wir können gleich noch
bisschen was machen. Nämlich zur nächsten Saison starten. Auf geht's! Die neue Saison beginnt. Alles ist bereit für die neue Saison. Dieses Wochenende sind die Bikes die echten Stars unter den Flüchtlingen der Strecke von Lesor in Katar. Die leistungsstärksten Bikes und so weiter und so fort, ja. Gehst du wieder zurück? Jawohl. Rennen starten wir noch nicht, denn ich beende den Part davor erst, auch wenn es jetzt nur 10 Minuten waren. Besser wie gar nichts. Denn hier wird noch umgebaut. Nämlich auf Qualifying und Rennen. Länge 15%. Ist die KI ist mittel. Der Bikeschaden ist aus. Reifenabnutzung ist aus. Was kann man denn... Wähle eine der verfügbaren Schadensstufen aus. Auf der extremsten Stufe kann schon ein Sturz dein Rennen beenden. Ja gut, machen wir doch mal leicht. Technische Probleme muss es auch geben. Und dann haben wir hier alles. Genau. Und Fahrhelfen passt auch so. Jawohl, dann geht's nächste Saison. Ja, nächste Saison. Nächsten Part. Part Nummer 4. Oder Part Nummer 3. Part Nummer 3 geht's dann weiter mit Qualifying und Rennen von Lesor in Katar. Genau. Schaut euch wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ich sag danke fürs Zuschauen. Das war's von mir jetzt erstmal. Wir sehen uns. Ciao.